It's time for you to own up to your actions and take responsibility and apologize. Der Twitter-Aufschrei Why I Didn't Report, zu Deutsch Warum ich nicht zur Polizei gegangen bin, hat diese New Yorker auf die Straße geholt. Hunderte Frauen und Männer protestieren vor der New Yorker City Hall gegen sexuelle Gewalt und die Verhöhnung der Opfer. Was ist der Hintergrund dieses Protestes? Was ist der Hintergrund dieser Geschichte? Christine Blasey Ford, eine 51-jährige anerkannte Psychologieprofessorin, beschuldigt Brett Kavanaugh, den Kandidaten der Republikaner für den obersten Gerichtshof, von Donald Trump persönlich ausgesucht. Diese Frau beschuldigt Brett Kavanaugh, sie vor 36 Jahren sexuell misshandelt zu haben. Opfer von sexuellem Missbrauch berichten auf sozialen Medien, warum sie nach der Tat nicht zur Polizei gegangen sind. Sie sprechen über Angst, Wut und Scham. Der Protest ist auch eine Reaktion auf US-Präsident Trump, der mit einem Tweet Öl ins Feuer der Debatte schüttete. Donald Trump versucht alles, die Glaubwürdigkeit dieser Zeugin zu unterminieren. Er hat vor 3 Tagen auf Twitter scheinheilig gefragt, wenn das denn so schlimm gewesen sei, wie sie erzählt. Christine Blasey Ford war damals 15 und Brett Kavanaugh 17. Warum ist das junge Mädchen denn damals nicht zur Polizei gegangen? Warum sind, wie er sich scheinheilig ausdrückte, ihre lieben Eltern denn nicht zur Polizei gegangen? Er tut alles, damit die Glaubwürdigkeit dieser Frau, die Glaubwürdigkeit der Zeugin erschüttert wird. Er hat nur ein Ziel: Brett Kavanaugh soll Richter am obersten Gerichtshof der USA werden. Das wollen die gesammelten Demonstranten auf jeden Fall verhindern. Diese Position ist sehr einflussreich. Richter, die einmal ernannt sind, sitzen auf Lebenszeit in diesem Gericht. Kavanaugh, ein ausgemachter Konservativer, gilt als Hardliner. Viele fürchten, dass er gerade in Immigrations- und Abtreibungsfragen die Position des Gerichtes weiter nach rechts verschieben könnte.